Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 7, die Schlangeninsel. So, wir haben mit dem guten Torisio gesprochen und jetzt werden wir sein Haus mal noch ein bisschen untersuchen. Leider hat er zwei Automaten und noch ein paar kaputte. Ja, wieder die Kräuterkammer. Das mit den Automaten ist doof, dass die nie schlafen, da kann man nie in Ruhe... ja, Dinge entwenden, nennen wir es mal so. Schwefelasche und Wurmherzen. Das ist, glaube ich, auch so ein neues Reagenz. Und die Schriftrolle sichtbar machen. Ah, wir müssen so viel Zauber kaufen. So viele. Aber zuerst brauchen wir ein Zauberbuch. Und dafür brauchen wir Alraunwurzeln. Oh, da liegt ein Schlüssel. Schlüssel für was? Nee, er sitzt mit dem Rücken zu uns, aber ich weiß noch nicht mal, für was der Schlüssel sein soll. Die Karte, bitte. Er tut so, als wäre er im Restaurant. Spezialität des Hauses, genau. Oh mein Gott. Na gut, also hier liegt sehr offensichtlich auf dem Kamin ein Schlüssel und ich bleibe gerade an den Ratten hängen. Und ich fühle mich gar nicht verfolgt von den Ratten. Überhaupt nicht. Wie viele Ratten hast du mittlerweile beschworen? So, wir schauen nochmal bei den Handwerkern vorbei, ob der Faule hier irgendwo rumlungert. Oder war der Herr in Orange der Chef? Wer bist denn du? Du bist der, der mir das letzte Mal schon weggelaufen ist. Dann ist das der Chef? Wieder zurück? Ich verstehe jetzt, warum Hawk nicht auf offener See segeln wollte. Ich weiß nicht, wie ihr diese Insel verlassen wollt. Es sei denn, die Geschichten sind wahr. Ich hoffe, dass euch unsere schöne Stadt Moonshade gefällt. Wenn ihr etwas über irgendeinen Ort in der Stadt wissen wollt, kommt zu mir. Ach stimmt, mit ihm wollte ich noch reden, wegen seinem Versprechen, uns eine Audienz bei Philberse zu organisieren. Weil eigentlich haben wir schon mit ihm gesprochen. Aber okay, euer Versprechen. Ich habe gute Nachrichten für euch, mein Freund. Wie versprochen habe ich für euch ein Treffen mit Magierfürst Philberse arrangiert. Tatsächlich plant er ein Bankett zu euren Ehren abzuhalten. Ich bin sicher, dass ihr seine Methode, euch zu rufen, sehr ungewöhnlich finden werdet. Macht einfach mit dem weiter, was ihr zu machen habt. Der Magierfürst wird euch sicher im rechten Moment rufen lassen. Okay. Verbindungen? Auch wenn ich kein Magier bin, bin ich ein einflussreicher Mann in Moonshade. Weil... Nee, das hatten wir schon. Eigentlich hatten wir mit ihm schon über alles geredet. Aber wo ist der faule Handwerker? Du bist nur der Lehrling. Nochmals willkommen. Ah, wo ist Meister Duccio? Der Meister ist um diese Zeit im Gasthaus. Ihr werdet ihn dort finden. Kann man das glauben? Er lässt seinen Lehrling hier bei Wasser und Brot zurück, während er sich mit Petras Backfisch gut gehen lässt. Ja, Petra ist ja der Automaton. Ich würde ihn jetzt gerne fragen, wann sein Chef mal hier ist. Aber okay, müssen wir im Auge behalten. Und irgendwann werden wir zu Philberse gerufen. Auch mit der Dame, die uns die Schriftrolle geschickt hat, würde ich auch gern reden. Aber ich glaube, die haben wir ein bisschen verstimmt. So, dann nochmal zurück zu den Waldläufern. So, und ich würde euch gerne die Weinflasche zeigen. Hallo? Mein Name ist Ernesto, der Waldläufer. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wir haben hier einen seltsamen Wein. Es ist unser Wein, mit Sicherheit. Meine Nase irrt da nicht. Nicht nach all den Jahren an der Weinpresse des Tollmagier. Ich frage mich, ob dies die Flasche sein könnte, die verschwunden ist. Ihr solltet meine Kommandantin danach fragen.
Ja, das haben wir, aber irgendwie. Vielleicht geht es nur, wenn sie hier ist, dass sie uns den Gegenstand zurückgibt, was auch immer es war. Wussten die Dame. Ich glaube, das sind alles Männer. Was jetzt? Ah, alles klar. Ja, die Methode, uns zu rufen, ist wirklich ungewöhnlich. Gut, bitte nehmt Platz. Wir haben auf euch gewartet. Ich bin Magierfürst Filbertio. Ja, du hast uns schon ein Ohr gekaut. Gestattet mir euch, auch alle anderen vorzustellen. Zuerst meine Kollegen vom Rat der Magier, Adept Gustachio. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, My Lord. Wir haben euch zwar gegen euren Willen hierher gebracht, aber nur, damit wir euch kennenlernen können. Junge, wir waren bei dir zu Hause und du wolltest nicht mit uns reden. Steht euch frei zu gehen, sobald dieses Abendessen beendet ist. Danke für deine Großzügigkeit. Ganz recht, Gustachio. Und hier ist Adeptin Rotoluntia, die ihr, wie ich glaube, bereits kennengelernt habt. Ja, per Brief. Filbertio mangelt es nie an gesellschaftlicher Umgangsform, My Lord. Wenn ihr jetzt nur noch den Problemen von Moonshade so viel Aufmerksamkeit widmen würde, wie seinen Mätressen. Apropos. Ebenfalls anwesend, also meine charmante Abendbegleitung, die liebreizende Frigidasi. Sie ist ebenfalls Magierin. Leichte Spannung am Tisch. Seid willkommen. Diese verfluchten Teleportstürme haben uns das Reisen so schwer gemacht, dass wir derzeit völlig isoliert sind. Es hat alle irritiert und so tut es gut, ein neues Gesicht zu sehen. Werte Magier, dies ist der Gast aus einem fernen Land, dessen Ankunft in unseren Beschwörungen vorhergesagt wurde. Könnt ihr für die Ströme verantwortlich sein, die das Land heimsuchen? Oder für die zunehmenden Absonderlichkeiten, die unsere Zauberei behindern? Ich hoffe wirklich, meine Liebe, dass er die Lösung unserer Probleme ist und nicht deren Ursache. Ihr seid ein Narr, Magierfürst. Unser Gast ist ganz sicher ein Faktor in den übernatürlichen Turbulenzen, die unsere Welt bedrohen. Wir sollen ihn gleich befragen. Hallo? Ich kann noch nicht mal aufstehen. Und wo sind meine Jungs? Hört zu, Rotolunzia. Unser Besuch mag Geheimnisse haben, wie wir alle. Aber ich werde es nicht dulden, einen Gast des Rates wie einen Kriminellen zu behandeln. Ihr wagt es, meinen Zauber zu stören? Magierfürst, ich verlange, dass ihr diesen Magier zurechtweist. Meine Liebe, beruhigt euch bitte. Vielleicht wird sich unser Besucher uns allen auch ohne weitere Gewaltanwendung erklären. Wenn ich eins nicht ausstehen kann, dann ist es, von kleinkarierten Politikern behindert zu werden. Ihr seid auch nicht mehr der Mann, der ihr einst wart. Filbertio. Ich wünsche euch allen ein angenehmes Abendessen. Mir ist der Appetit vergangen und ich gehe jetzt. Aber denkt an meine Worte. Ich werde meinen Willen bekommen. Herzlichen Glückwunsch zur Feindin. Und wenn man bedenkt, dass sie einst eine junge und schöne Zauberin war, bevor sie durch ihren Ehrgeiz kaltblütig und herzlos wurde. Verzeihung? Zuerst dachte ich, es wäre Spectre. Verzeiht mir, Magierfürst Filbertio, aber ich habe euch etwas zu berichten, das keinen Aufschub duldet. Ich bedauere euch darüber informieren zu müssen, dass meine Versuche, das Reagenz Blutmoos für euch zu finden, fehlgeschlagen sind. Pothos, ich sollte euch in den Kerker werfen und die Ratten von eurem Kadaver fressen lassen. Liebe Gäste, ich fürchte, dass ich dieses angenehme Mahl vertagen muss. Pothos und ich müssen unter vier Augen über wichtige Staatsangelegenheiten sprechen. Ich danke euch allen für euer Kommen. Bitte entschuldigt uns. Hat er jetzt wirklich Blutmoos gemeint oder Blutleich? Wo ist der Rest der Truppe? Irgendwie ist nur Shamino hier.
Hat das nicht richtig funktioniert, weil wir unsichtbar waren? Also die anderen beiden haben ja Unsichtbarkeitsringe an. Jungs? Kommen wir hier wieder rein, wenn wir einmal rausgegangen sind? Ich bin jetzt gerade hin und her gerissen zwischen Durchsuchen. Da geht's hoch. Und da ist ein Hund. Ja, die Fanfare haben wir schon lieben gelernt in Teil 1. Da liegt sehr offensichtlich ein Schlüssel rum. Hier ist verschlossen. Wir gehen zuerst mal die Jungs suchen. Wo waren wir gerade, als wir teleportiert wurden? Bei den Waldläufern, oder? Vielleicht ist da nichts kaputt gegangen. Gemischtwarenladen. Das ist, kacke. Jungs? Wo sind Yolo und Dubré? Da die beiden noch unsichtbar sind, ist es vielleicht jetzt gerade ein bisschen schwierig. Wird das Spiel jetzt kaputt gemacht? Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Ah doch, das ist das Waldläufer-Ding. Oder haben die sich jetzt in die Kneipe abgesetzt? Wo war nochmal die Kneipe? Yolo? Dubré? Wieso liegt da Eiswein auf der Theke? Das ist jetzt extremst bescheiden. Ach Mann. Ja, ich mache eine kurze Unterbrechung. Ich lade dann nochmal neu. Und schau, dass ich denen dann die Unsichtbarkeitsringe ausziehe. Und dann hoffen wir, dass alles gut wird. Drückt mir bitte die Daumen, ich melde mich gleich. So, da bin ich wieder. Also ich habe jetzt, Mosch habe ich nicht mehr getroffen, um mit ihr zu reden. Aber das können wir dann auch zwischendrin nochmal nachholen. Also ich habe jetzt den beiden auch die Unsichtbarkeitsringe ausgezogen gehabt und deswegen sind wir jetzt nochmal zu viert und können uns ganz ungehemmt hier nochmal umsehen. Redest du jetzt auch mal wirklich mit uns? Bin ein vielbeschäftigter Magier. Okay, dann nicht. Dann nicht. Das ist Nahrung erschaffen. Wer muss schon kochen, wenn er auch einfach Nahrung erschaffen kann? Gut. Dann in die Bibliothek. Was haben wir denn hier Schönes? Übersetzung. Ja, ja, das ist so ein Problemchen, dass wir aktuell keine Übersetzungsschriftrollen mehr haben. Die Bewohner der Schlangeninsel. Nee, das war das mit dem dämonischen Lord Prittich. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Prinzipien der Wirtschaft. Das hatten wir auch gelesen. Gibt es hier auch was Neues? Kirschner Handwerk. Das hatten wir auch gelesen. Die Kunst der Wundversorgung auf dem Felde. Das hatten wir auch gelesen. Brigius Buch der erstaunlichen Dinge kennen wir. Das war das mit den Zauberstäben.
Kräuterkammer, ja, das gibt's 100 Mal. Es gibt keine Feen, das Gedicht haben wir auch schon genossen. Das Haus des Einhorns, ebenso ein Gedicht, das wir gelesen haben. Und die weinende Laute kennen wir auch. Also nichts Neues. Aber hier gibt es eine Schatzkammer. Und einen Teleporter. Da unten ist was verschlossen. Und einen Teleporter. Da hatten wir auch, glaube ich, einen Schlüssel gesehen. Also beim nochmal Spielen sind noch rein zufälligerweise zwei Schlüssel in unser Inventar gewandert. Ich weiß nicht, wie die da hinkommen. Kommen wir hier hin? Zu einem Boot. Kommen wir damit zur Mönchsinsel? Dies ist für Bersus-Barkasse. Ja, dessen bin ich mir bewusst, ja. Na gut, dann nicht. Jungs sagen nein. Na gut, dann nicht. So, also wie gesagt, zwei Schlüssel haben wir mehr. Ich habe das bei Tess, dem Automatone-Reparierer, das habe ich eingesteckt, also den habe ich eingesteckt. Und den bei den Leuten mit dem verwilderten Vorgarten, den Schlüssel, der war auch plötzlich in der Tasche. Ich weiß nicht wie und wieso und überhaupt und ja. Also da mit der Schatzkammer, das müssen wir noch im Auge behalten. Wobei da zu dem Teleporter. Ah, da ist noch eine Tür. Rein da. Hier verbringt er bestimmt die Abende mit seinen Damen. Haben wir keinen Schlüssel für. Nee. Und das geht nicht. Dann lassen wir das zuerst mal sein. Könnte eventuell der Schlüssel sein, den man dort hinten sieht. Da ist hier ein Knopf. Schlüssel. Da kommen wir auch nicht durch. Dann möchte ich zuerst mal nochmal in den verwilderten Vorgarten nach der Kiste schauen. Ah, da ist die Dame. Da kriegt man noch kurz das Gespräch durch. Denn dazu bin ich dann nicht mehr gekommen, weil sie mir nicht über den Weg lief. Ja, jetzt beschwört sie noch weitere Ratten. Macht das Licht an. Da ist der Vorgarten. Da hatten wir hier eine Truhe entdeckt. So, aber auch nach dem Dinner jetzt mit den Magiern weiß ich auch nicht unbedingt, was wir tun sollen. Mir fehlt so leicht die Quest. Aber das wird vielleicht noch. So, wir drücken mal K. Ja. Wie, die ist nicht am Schlüsselbund. Ah, nee, da war ja noch ein verschlossener Keller. Dann schauen wir mal, ob das mit dem Keller funktioniert. Na, irgendwas klemmt hier. So, jetzt sind wir dran vorbei. Dann probieren wir mal, ob wir in den Keller kommen. Ja, kommen wir. Dann. Oh, aua, aua. Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben. Was war denn das? Ich wollte auf der Treppe stehen bleiben. Moment mal. Machen wir das halt so. Was auch immer das ist.
diese Aderlassmesser. Lassen wir mal hier, das ist gruselig. Vielleicht ist das dann der Thronschlüssel, eine magische Schriftrolle. Zeitstopp. Nehmen wir dankend mit. Ich habe eine wunderbare Entdeckung bezüglich des Kamms gemacht, welchen ich den hirnlosen Fürsten von vorn entwendet habe. Ich bin nicht mehr länger gezwungen, mit den unbeholfenen Annäherungsversuchen von Melino zufrieden zu geben, meines erbärmlichen Zerrbildes eines Ehemanns. Seit ich den Kamm benutze, bin ich wieder schön und begehrenswert. Niemand wird mehr erahnen können, dass Mosch und ich in Wahrheit Zwillinge sind. Nun kann ich meine Sinne besseren Dingen zuwenden, wie zum Beispiel Adept Torisio. Kolumna. Also stimmt das dann doch? Kommen wir lebend wieder raus? Ja. Mann, war das knapp. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. So, wir haben einen weiteren Schlüssel. Avatar, leg dich mal bitte da ins Bettchen. Wir können uns mal 12 Stunden. Hey, war das knapp. Und ich weiß auch nicht, was das war. Aber wir haben es irgendwie hinbekommen. Ja, süßer Vogel, mich auch so ein Vogel. Gut, dann nochmal zur Truhe. Also sind die beiden... Ist das irgendwie der Kamm ein Zauber, der Mosch ihre Schönheit entzieht und dafür Kolumna gibt? Aufgeschlossen, sehr schön. Kamm der Schönheit. Na gut, das sieht eher nach Bürste aus, aber okay. Sir John, also es gibt einen Unterschied zwischen Kamm und Bürste und ich würde das eher Bürste nennen. So als weiblicher Tipp. So. Aber ein Kamm der Schönheit. Können wir darüber mit Mosch reden oder mit Kolumna? Können wir sie vielleicht dadurch erpressen, mit uns zu reden? Hi Kolumna. Es tut mir leid, aber ihr verwechselt mich wohl mit jemand anderem. Meine ich das nur oder sieht die jetzt älter aus? Da bilde ich mir das nur ein. Wenn wir Mosch nochmal sehen, würde ich gerne mit ihr nochmal reden. Vielleicht können wir sie damit glücklich machen. Gut, solange wie das nicht der Fall ist, reden wir nochmal mit den Handwerkern, beziehungsweise schauen mal, ob endlich der faule Meister da ist und ob Julia an ihrem Arbeitsplatz ist. Bist du der Faule? Genau, er ist es. Wir kommen zurück. Was ist euer Begehr? Begehr? Was wollt ihr denn? Etwas kaufen, etwas anschauen oder reden? Wir wollen reden? Das Reden ist auch gratis, aber ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Wir konnten ihn doch nach dem Gerät fragen. Der Magier verständlich erklären könnte. Ah genau, anfertigen jetzt magische Apparatur. Ich baue die ganze Ausrüstung für die Magier. Alles Mögliche. Jeder Magier wird etwas anders als der vorherige. So, ich kann euch sagen, wem ein Stück gehört, wenn ich es nur sehe. Ich erinnere mich an alles, was ich gemacht habe. Habt ihr etwas, das ich mir ansehen soll? Ja. Dies ist Laborausrüstung, wie die Magier sie benutzen. Tatsächlich war dies eines meiner ersten Meisterwerke. Ich dachte, es wäre zerstört worden. Ich könnte fragen, wie ihr dazu gekommen seid, aber das werde ich nicht. Ich will es nicht wissen. Vasculo ist schon seit vielen Jahren tot. Oh. Wer war im Vasculo? Keiner von den Guten versuchte, die Grenzen des Lebens auszudehnen und den Tod zu beherrschen. Gar nicht gut. Der Rat hat ihn vor Jahren getötet. Ich dachte, sie hätten seine ganze Ausrüstung zerstört, nachdem sie das Grab kurz danach leer aufgefunden hatten. Aber vielleicht hat Ensorcio sie ja an sich genommen. Leeres Grab?
Man sagt, er sei von den Toten auferstanden. Sie glauben, er suche nach Rache. Vielleicht hat der Rat heimlich beschlossen, ihn zu verbrennen. Sie sagen, niemand könne Tote wieder zurückbringen, wenn sie einmal verbrannt werden. Und wer war Insorcio? Insorcio war Vasculius Lehrling und seinem Meister viel zu ähnlich für meinen Geschmack. Lebt jetzt in Verbannung. Ich habe gehört, dass er seine Zeit damit verbringt, seinen Kummer auf einer anderen Insel in Alkohol zu ertränken. Okay. Also haben wir das magische Zeugs da von einem Toten. Alles klar. Schwerter, da hat er doch, glaube ich, noch was Magisches gesagt. Sie werden nicht so häufig verlangt, jedenfalls nicht die magischen, aber ich habe ein paar davon gefertigt. Nicht magische macht Topo, aber ich würde gern was Magisches haben. Wenn ihr etwas Magisches wollt, sprecht mit mir, aber das machen wir doch gerade. Ja, die Automatone geben keine Widerworte. Ja, Fastenmeister. Magie? Na, ich euch sprechen will, tralala. Das hatten wir alles schon. Handel? Seid ihr ein Meister? Nein. Ja, Topo ist sein Lehrling. Sehr alt. Schlangenruinen. Für einen Lehrer wie Feder Biblio. Hm? Geschichtsstunde, tralala, das hatten wir alles schon. Ich hätte gern ein magisches Schwert. Meisterhandwerker. Ha. Begehr. Wir möchten was kaufen. Wenn ihr etwas seht, das euch gefällt, dann sagt es Topo oder mir. Wenn ihr etwas wünscht, das ich nicht habe, lasst es mich wissen. Ich kann es entweder für euch herstellen oder euch an jemanden verweisen, der es kann. Was wünscht ihr zu kaufen? Mantel, Schwert, Schaufel, das ist doch nur der übliche Kram. Nichts davon. Kaufen? Nee. Keine Ahnung, dann nicht. Dann würde ich noch gerne mit Julia über den Wein reden. Tendenziell, wenn sie in ihrem Zuhause ist, beziehungsweise in der Kälterei nennt man das, glaube ich. Aber ich hätte jetzt gehofft, dass nach dem Gespräch mit Fibersio irgendwie eine konkrete Aufgabe auf uns zukommt. Aber das war jetzt auch nicht so wirklich der Fall. Da ist sie. Da. Hi, Julia. Wir sehen uns. Ja, das ist korrekt. Seltsamer Wein. Ihr habt Wein von unserem Weingut. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Es ist derselbe Jahrgang wie der Wein, der verschwunden ist. Habt ihr unsere Weinpresse gesehen? Wir sind sehr stolz darauf. Ja, aber scheinbar funktioniert es nicht wirklich mit der falschen Flasche. Ja, die Weinpresse ist quasi automatisch, das ist korrekt. Möchtet ihr etwas davon probieren? Nein. Selbst schuld, ja. Experimente. Es macht mich krank, wenn ich darüber nachdenke. Ja, der mit Leben und Tod und tralala. Name, wird sie pumpig. Keine Ahnung, ich glaube mit unserer falschen Flasche, das funktioniert nicht wirklich. Ach, Kacke. So. Jetzt fehlt mir so ein bisschen der Faden. Also ich würde gerne auf die Mönchsinsel. Aber Schiff fährt ja keins. Um die frischen Alraune-Wurzeln zu holen für unser Zauberbuch. Die Herren Magier haben halt irgendwie ein Problem mit ihrem, ich denke mal, Blutleich und nicht Blutmoos. Aber zumindest können wir jetzt hier ein- und ausgehen.
Und ich hätte halt auch gerne mal mit den Magiern einzeln gesprochen, beziehungsweise irgendwie müssen wir es schaffen, halt wirklich ein Magier zu werden. Können wir gerade die Übersetzungsrolle noch mitnehmen? Yep. Also, keine Ahnung. Wir können auch mal mit Mosch reden, wegen der Bürste. Ansonsten bin ich zuerst mal überfragt. Ist die Frau Eismagierin jetzt mal zu Hause? Aber mit dem Goblin können wir nicht reden. Und die ist jetzt auch gerade weggelaufen. Gibt es irgendwas, das wir hier mitnehmen möchten? Ah, das ist ein Schlüssel. Den möchten wir mitnehmen. Da können wir da den Eiskeller aufmachen. Da aber nicht. Sieht verdammt kalt da drin aus. Aber da gibt es Alraune. Ein da. Eisblock. Tür zu. Mitnehmen. Notizen für weitere Erkundungen im Norden. Ich scheine den Schlangenzahn verloren zu haben, den ich dem Tollmagier abgenommen habe. Ich muss die Gegend nahe der Wildnis absuchen. Ich erinnere mich, dass ich ihn dort zuletzt in der Hand hatte. Ich muss die Gegend nahe der Wildnis absuchen. Ja, also im Handbuch steht, dass Erstam, der Tollmagier, den Kieferknochen gefunden hatte. Dann hat er rumexperimentiert. Und dann hat er festgestellt, dass die Zähne fehlen und hat dann noch ein paar Zähne gefunden. Und die anderen Magier, die ihm ja nichts gönnen, haben ihm dann auch teilweise Zähne entwendet. Das würde ich auch gern mitnehmen. Dann hätten wir noch einen Feuerstab. Da sind wir natürlich auch nicht abgeneigt. Diese Wurmherzen. Eigentlich brauchen wir keine Reagenzien mehr, aber irgendwie haben wir jetzt doch welche gebraucht. Pack mal alles ein. So, wollen wir hier sonst noch was haben? Frostfeuer nehmen wir gerne mit. Die Araune-Wurzeln fehlen nur noch zwei, falls die als frisch zählen. Ritueller Aderlass brauchen wir nicht. 14 Agnium, was auch immer das ist, wird eingepackt. Das Kräuterkammer-Nachschlagewerk möchten wir nicht mitnehmen. Was gibt's hier? Oh, es wird kalt. Ich bräuchte etwas Warmes. Ja, sorry, Jungs. Sieht man das irgendwo, dass die unterkühlt sind? Nee, Hunger haben sie. So, dann nochmal rein. Ich mache dann auch gleich das Inventar auf, dann steht die Zeit für euch. So, Inventar ist offen. Schneebedeckte Pflanze. Eine Blume. Und eine Urne mit Asche. Ist da irgendwas drunter? Nee. Keine Ahnung, was das soll. Aber gibt es hier noch irgendwo einen Schlüssel für den Raum nebenan? Bedeckte Pflanzen, was auch immer das soll. Ja, mich frostelt ein wenig, ist ja okay. Seht ihr irgendwo noch einen Schlüssel? Weil nebenan würde ich gern auch noch rein. Ich sehe gerade keinen. Dann gehen wir, nein, halt, gehen wir mal wieder raus ins Warme. Ja, ich fröstle ein wenig. Ist okay. Und wir gehen in die Pause. Bis gleich.